Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode der Fantasy-Bundesliga. Wir sind am vierten Spieltag. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tippt gerne mit in den Kommentaren, auch das würde mich freuen. Ich habe es ja bereits angekündigt am dritten Spieltag. Ich werde jetzt nicht jeden Spieltag eine Samstagskonferenz oder eine Konferenz überhaupt machen. Allerdings kann ich euch versprechen, am Samstag kommt ja 8.30 Uhr oder 9 Uhr am Morgen wieder eine Konferenz, diesmal nicht für die Nordweststaffel, sondern für die Südoststaffel. Das heißt, da könnt ihr euch dann auch abgeholt fühlen, wenn ihr ein Fan dieser Mannschaften in dieser Liga seid. Nochmal ein dickes Dankeschön, dass ihr immer so treu und fleißig dabei seid am Zuschauen. Die Bundesliga wird sich ja vermutlich jetzt wirklich noch einige Wochen oder Monate verabschieden. Also können wir schon mal brainstormen, was dann noch so alles passiert. Aber das ist alles Spekulation und ich weiß da genauso viel und genauso wenig wie ihr. Ihr wisst wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Aber naja, die Timelinks findet ihr auch gleich. Dann kann es losgehen mit der Nordweststaffel. Der Hamburger SV gegen den FC Schalke 04. Noch andere ziemlich interessante Partien. Denkt immer dran, dass hier es lediglich ein Spaßprojekt hat. Nichts mit der Realität zu tun. Und wenn euer Lieblingsclub verliert, dann ist das halt mal so. Dann gehört das dazu. Aber jetzt bin ich mal fertig mit dem Gelaber. Hat eigentlich gar nicht viel Substanz gehabt. Trotzdem danke schon mal fürs Zuhören. Viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Los geht's mit HSV gegen Schalke. Viel Spaß! Für den HSV und für den FC Schalke 04 läuft es ganz gut in der Liga. Dritter Spieltag, man ist oben zumindest dabei. Klar, das hat noch nicht so viel Aussagekraft, aber die Saison geht ja auch nur 9 Partien. Also schnell oben festsetzen und dranbleiben. Der HSV hier mit der ersten guten Szene. Nicht verkehrt. Lukas Hinterseher, der sich dann mal aus knapp 18 Metern versucht, etwas zu hoch angesetzt, aber das war zumindest schon mal ein Ausrufezeichen vom HSV. Die wussten hier wirklich gut abzuliefern. Die dunkel gekleideten Königsblauen waren nicht gut drauf und mussten aufpassen, hier nicht in Rückstand zu geraten. Die Riesenmöglichkeit jetzt für Adrian Fein. Den muss der Mittelfeldmann einfach besser platzieren. Weiter Ball jetzt von Bayer. Bakariyata steckt einmal durch. Und dann ist da Louis Schaub. Und jetzt lässt er sich das nicht nehmen. 24. Minute, das überfällige 1:0 für den HSV. Stoppt dann sogar noch einmal. Todibo kommt fast wieder ran. Aber eben nur fast. 1:0 für den HSV. Jetzt war fast Halbzeit. Aber Schalke das erste Mal auffällig. Und dieser Fehler hier in der Defensive wird bestraft von Benito Rahmann. Mit dem Ausgleichstreffer. Heuer Fernandes kommt raus, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern. So stand es dann eben Gleichstand nach 45 Minuten. Das war absolut glücklich für die Gäste, die auch nur einmal aufs Tor schossen. Das wurde jetzt aber besser und der FC Schalke 04 fand sich rein, wollte hier das Ganze drehen. Amine Harit bleibt aber an Rick van Drongeling hängen. Das war hier im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so gut, was der HSV machte. Aber zumindest standen sie dann defensiv noch einigermaßen stabil. Nach vorne ging aber zu wenig von der Rautenelf, sodass das letzte Ausrufezeichen auch nochmal Schalke gehörte. Rahmann. Benito Rahmann. Ja, mehr war es dann am Ende nicht. Heuer Fernandes fängt den ab. Schauen wir uns nochmal aus dieser Perspektive an. Eben zu zentral geschossen. So bleibt es beim 1:1. Der HSV in der ersten Hälfte klar überlegen. Schalke macht es dann besser. Und somit geht dieses verdiente 1:1 dann ja dementsprechend auch in Ordnung. Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen im Borussia Park hatten die Gladbacher den besseren Beginn. Von links nach rechts im ersten Durchgang. Florian Neuhaus zu Alassane Player. Der sieht den mitgelaufenen Dennis Zakaria. Pavlenka, der gleich mal eingreifen muss. Die Fohlen griffen gut an und hatten richtig viele
Situationen, in denen es schon hätte klingeln können. Beispielhafte weitere Szene, Bremen sehr offen, Pea schickt Markus Thuram, der steht nicht im Abseits, muss es hier machen, hat vielleicht zu viel Zeit, um nachzudenken, wie er den Ball an Pavlenka vorbei bekommen möchte, wuchtet dann drauf, dass es auch eine Glanztat mit den Fingerspitzen ist Pavlenka da. Die Führung war lange schon überfällig. Nachspielzeit des ersten Durchgangs, nochmal der SVW, Augustinsson zu Rashica, einmal quergelegt und da ist plötzlich Yuya Osako mit dem 1:0 in der 45. Spielminute. Wie das funktionieren konnte, wusste wahrscheinlich keiner auf den Rängen, aber den Gästefans konnte es egal sein. Sie waren in Front und das mit einer gnadenlosen Effizienz. Borussia Mönchengladbach ließ sich nun davon aber nicht wirklich beirren und spielte weiter munter nach vorne. Irgendwann musste der Treffer ja fallen, Lars Stindl, aber macht zu wenig draus, trifft den Ball nicht optimal und ein wie Pavlenka bringt das nicht aus der Reserve. Schlussphase, Gladbach mit wütenden Angriffen nach vorne, dann dieser Fehler von Ginter, Osako zu Claudio Pizarro, der ist reingekommen, Claudio Pizarro, der alte Weise im respektvollsten Sinne gemeint, macht hier alles klar, 88. Spielminute, bleibt da eiskalt vor Jan Sommer, der ist machtlos bei dieser Szene. Die Partie endet 0:2, Gladbach ist perplex. Gladbach lässt zwei Schüsse zu und kassiert zwei Tore. Für den BVB ist noch viel Luft nach oben in dieser Saison. Man fand nicht gut rein. Drei Spiele, noch keinen Sieg, den man einfahren konnte. Zuletzt sogar das bittere 1:2 gegen den FC Schalke 04. Nun die Geißböcke hier. Und sie setzen die erste Duftmarke in Person von John Córdoba. Setzt sich da durch gegen Mats Hummels. Der Ball geht dann einen knappen Meter am Tor von Roman Bürki vorbei. Aber Köln war hier Minimum auf Augenhöhe. Jetzt Schwarz-Gelb das erste Mal. Leistner hat eigentlich alles im Griff, aber Borno kommt nicht ran. Reus zu Sancho. Und der lässt sich nicht zweimal bitten. Schlänzt den mit links oben in den Winkel. Wunderbar gemacht. Juan streckt sich, aber der passt eben perfekt unter die Latte. Davon Schwarz-Gelb getragen. Witzel, Marco Reus leitete hier viel an. Und Sancho, der verwerten konnte. 36. das 2:0. Weil sie in den entscheidenden Momenten kühl blieben und auch die Treffer erzielen konnten. So ging es dann in die Pause. 2:0, also ganz schwierige Situation jetzt für den ersten FC, aber über Standardsituationen kann man sich ja immer wieder reinbringen. Hector Leistner, der Kopfball nahezu optimal platziert. Da kommt Bürki nicht ran, aber dann geht er nur an den Pfosten. Von dort springt er dann raus. Es wurde offener. Jetzt wieder der BVB. Rafael Guerreiro, der geht ganz lange an, hat das brillante Auge für Erling Haaland. 3:0 in der 64. Minute. So viele Chancen hatte der BVB gar nicht, aber sie nutzen sie. Und bei Köln war auch eben ein bisschen Pech mit dem Spiel. Florian Kainz mit der Flanke. Jonas Hector, 69. mit dem 3:1. Das ist der hochverdiente Ehrentreffer, denn mehr war es nicht. Köln hätte auch sicherlich einen Punkt verdient gehabt, aber hat die Chancen nicht genutzt. Dortmund war eiskalt und holt sich hier das 3:1. Braunschweig gegen Bielefeld. Braunschweig wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Bei Bielefeld läuft es durchaus besser. Man ist im Tabellenmittelfeld. Klar, drei Spieltage. Auch da muss man wieder sagen, das hat nicht so viel zu bedeuten, aber so kann man hier dann mal reinstarten, weil sich Fejzić verschätzt nach dieser Flanke von Hartherz, die länger und länger wird
Und Jonathan Clauss muss nur noch den Kopf hinhalten und nickt das Ding dann ein. Doch die Eintracht davon kaum berührt. Poirier zu Marcel Bär und Ausgleich. 12. Minute, turbulente Anfangsphase. Der Ausgleichstreffer, wuchtiger Schuss. Ortega Moreno ist da kein Vorwurf zu machen. Dann dieser Fehler. Braunschweig schaltet schnell um. Merville Biancardi 2:1. 24. Minute, die Partie war gedreht. Aus Bielefelder Sicht ärgerlich, weil so ein dicker Bock dem Ganzen zugrunde lag. So ging es dann mit dem Rückstand aus Bielefelder Sicht in die Pause. Man hatte 45 Minuten Zeit, diesen Fauxpas zu korrigieren. Und Bielefeld hatte hier das Zeug, zumindest erstmal zum Ausgleich. Edmundson zu Fabian Klos. Aber Jasmin Fejsic, der aufpasst, den sogar abfangen kann, nicht platziert genug in dieser Szene. Gab's noch mal was für Bielefeld? Es wurde schwer, die Zeit lief davon und Braunschweig hatte noch mal einen. Jetzt aber wieder Ortega Moreno, knappe Viertelstunde vor dem Ende. Mehr kam da nicht von beiden Seiten und das bedeutet, Braunschweig holt sich den ersten Sieg der Saison. Ist nicht unverdient, schlägt Bielefeld mit 2:1. Zum Abschluss der Nordweststaffel traf der VfL Bochum auf den FC St. Pauli. Der FC St. Pauli grüßt von weit oben aus der Tabelle. Bochum ist aber auch nicht so verkehrt. Und hier gegen Braun-Weiß waren sie die bessere Mannschaft. Robert Tesche, Robert Juhl, wunderbare Doppelpass-Staffette. Halbe Stunde gespielt, die Führung für die gastgebende Mannschaft. Der FC St. Pauli mal mit einer Standardsituation. Miyaichi, Kopfball, Finn-Ole Becker. Doch zu wenig, was er draus macht. Der kann relativ einfach abgefangen werden. So ging es in die Pause mit der knappen Führung. War absolut in Ordnung. Der FC St. Pauli hatte noch Potenzial zur Steigerung. Und das schöpften sie jetzt auch aus. Rico Benatelli legt raus zu Luca Zander. Ein paar Pässe, man ist im gegnerischen Strafraum. Waldemar Sobotta legt zurück. Rico Benatelli durchgelaufen. 57. Minute, das 1:1. Sonderlob an Benatelli, der in dieser Szene drin bleibt und in den Strafraum einzieht und trifft. Jetzt hatte die Gästemannschaft Blut geleckt. Viktor Gyökeres, eine wunderbare Einzelaktion. Da ist wieder Rico Benatelli. Sieht Gyökeres, Maxim Lajic und Benatelli an die Latte. Dekali war noch dran. Ja, ganz undramatisch war diese Szene nicht. Aber auch Bochum mit der Chance auf den Lucky Punch. Milos Pantovic, Robert Tesche zu Sebastian Mayer. Ex-St. Paulianer, das wäre die viel zitierte Geschichte gewesen, aber der geht knapp vorbei. So trennen sich Bochum und der FC St. Pauli zu Recht mit 1:1. Und damit schauen wir in die Südoststaffel, der FC Hansa Rostock gegen den FC Bayern München. Die erste Partie, die wir uns anschauen, und die Korge wusste hier von Beginn an zu überzeugen, das ist Opoku. Der nach knapp 10 Minuten Manuel Neuer testet. Was die Mannen von der Ostsee hier ablieferten, war richtig gut. Eckball von der rechten Seite. Mirnes Pepic legt sich die Pille zurecht, schaut in den 16er und bringt ihn dann ganz, ganz gefährlich. Da ist Riedel, der erst abschließt, dann Neidhardt im zweiten Versuch. Also das hätte durchaus schon der Treffer sein können vom FC Bayern München. Leider relativ wenig zu sehen
Ist ja auch ein bisschen durchwachsener Saisonstart bislang bei den Münchner Bayern, aber es war noch Zeit genug, um das aufzuarbeiten. Zufrieden konnte man allerdings als Spieler und Fan der Gäste und als Trainer auf jeden Fall nicht sein. Und Hansa machte gut weiter, steckte hier nicht auf. Mirnes Pepic geht da vorbei, da ist Pascal Breyer und der Ball schlägt ein. 68. Minute, das verdiente 1:0 für Hansa. Fies gegen die Laufrichtung, Neuer streckt sich es fast noch dran, aber der ist perfekt platziert. Und Rostock hörte nicht auf. Opoku. Nächste Möglichkeit, Rheinthaler. Sie waren immer einen Schritt schneller. Es wurde nicht immer gefährlich, aber gefährlich genug, um die Bayern auf Trab zu halten und am Ende sogar auch zu bezwingen. Der FC Bayern München über die 90 Minuten gesehen, keine richtig gute Torchance. Dementsprechend auch hier in den Highlights nicht viel zu sehen. So leid es einem tut für die Bayern-Fans, aber das hier war eine verdiente Pleite gegen Rostock. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Wir schauen drauf. Hier in der Commerzbank Arena waren die Schwaben in Rot sehr schön aufgelegt. Castro zu Daniel Di Davi. Erstes Ausrufezeichen. Aber Kevin Trapp ist da, muss sich nicht ganz lang machen. Trotzdem muss schon etwas dazu tun, um den Ball aus der Distanz zu halten. Stuttgart trat überzeugt auf, strikt auf und gnadenlos nach vorne. Massimo abgefälscht vor die Füße von Castro. Und nach 21 Minuten stand es 1:0. Kevin Trapp ist noch ganz knapp dran, aber kann ihn nicht richtig entschärfen, sodass Castro nur noch den Fuß hinhalten muss. Bis dahin von Frankfurt nicht zu sehen, jetzt aber mal Ilsanker. Und plötzlich war der Ball im Tor. 39. Minute, das 1:1. Der VfB Stuttgart belohnte sich nicht mit einer Halbzeitführung für einen guten Auftritt im ersten Abschnitt. Frankfurt dementsprechend sehr, sehr glücklich mit dem 1:1. Jetzt wurde es offener und man wusste nicht unbedingt, in welche Richtung das hier tendieren würde, weil Frankfurt endlich anfing mitzuspielen. Mijat Gacinovic und Gregor Kobel, der dran ist, etwas Glück hat, dass nachdem er den Ball abgewehrt hat, der nicht noch hinten einschlägt, ging dann aber deutlich hinter den Kasten. Doch auch der VfB konnte noch nach vorne Zeichen setzen. González zu Gonzalo Castro. Und Kevin Trapp, mehr und mehr hier wird er zum Matchwinner. Streckt sich aus, der war schon schwieriger zu halten. Letzte Szene der Partie, sie gehörte Eintracht Frankfurt. Silva, Kamada, nochmal mit einem wuchtigen Schuss. Gregor Kobel aber hält ihn und damit das 1:1 fest. Etwas glücklich für Frankfurt. Stuttgart hätte auch gewinnen können, aber im Konjunktiv holt man keine 3 Punkte. Im Max-Morlock-Stadion war der Karlsruher SC beim ersten FC Nürnberg zu Gast. Wir schauen auf eine Standardsituation. Der Globerer Johannes Geis legt ihn sich im rechten Halbfeld zurecht, bringt ihn in die Mitte, weit getreten, etwas zu weit vielleicht sogar. Patrick Erras wurde zwar gefunden, also der richtige Mann, aber der ist dann schwer zu platzieren. Dementsprechend geht er dann auch in den Oberrang. Doch Nürnberg wusste hier ganz genau, wie sie Karlsruhe knacken konnten. Hohe Bälle, gute Seitenverlagerungen, Erras. Nächste Chance. Es fehlte nur noch der Treffer für eine perfekte erste Halbzeit. Die Möglichkeit gab es nochmal. Michael frei in die Mitte gelegt. Wow, und Opoff. Geis im Nachfassen. Was für eine Szene. Dieser Kopfball ist dann zu schlecht, aber das hätte das 1:0 spätestens sein
müssen. Da können sich die Karlsruher bei ihrem Keeper bedanken, dass es noch 0:0 stand. Trotzdem sehr zufrieden, die Nürnberger Fans. Das war eine ganz tolle Leistung. Nur belohnten sie sich dafür noch nicht. Und der KSC wachte jetzt auf, spielte auf die eigenen Fans. Vanicek, und er wird gelegt von Mavropanos. Zu ungestüm dieser Einsatz und die Möglichkeit für Karlsruhe in Front zu gehen. Marvin Vanicek tritt selber an und macht es wirklich bitterböse mit einem angelupften Ball. 53. Minute, das 1:0 für den KSC mit der ersten Tormöglichkeit überhaupt. Gehen sie hier in Führung. Und Nürnberg hatte daran zu knabbern. Brauchte wirklich lange, um sich wieder reinzufinden. Wir sind schon in der Schlussphase. Patrick Erras nochmal mit diesem angelupften Ball. Aber Dovedan verschätzt sich hier mit dieser Hereingabe, sodass Uphoff keine Probleme hat, den wegzufischen. Und das war auch das letzte Highlight dieser Partie. Karlsruhe entführt 3 Punkte. Aus dem Max-Morlock-Stadion. Wie das funktioniert hat, das wissen sie nicht mal selber. Die SG Dynamo Dresden hatte den TSV 1860 München zu Gast im Rudolf-Habig-Stadion. Begannen die Münchner deutlich besser. Stefan Lex und Sascha Mölders, der auch schon erfolgreich gewesen ist in dieser Saison. Sascha Mölders. Bekirolu mit der Flanke, da ist Kirin Moll und das 1:0 für die Gäste. 39. Minute, die Partie brauchte, um anzulaufen. Kevin Broll versucht noch alles, aber kommt an diesen Ball nicht mehr heran. Und 1860 war gut drauf. Timo Gebhardt mit der Möglichkeit noch zu erhöhen im ersten Durchgang. Diesmal ist Kevin Broll aber da. Wirklich schöne Reaktion. Den hält auch nicht jeder. Er macht es. Somit stand es nur 0:1 nach 45 Minuten. Trotzdem war ganz viel Luft nach oben bei der SG Dynamo. Aber die Gäste sahen auch nicht ein, hier irgendwie einen Prozentpunkt weniger zu geben. Efkan Bekirolu läuft da alleine, dreht sich nochmal, bleibt an Ballas hängen. Gebhardt bekommt den Rebound. Abermals doch Kevin Broll dazwischen. Dann endlich wachte die gelbe Dynamo auch mal auf. Da ist Baris Artig mit einem Ausrufezeichen. Ein Schuss, der das Netz vermutlich in ziemliche Mitleidenschaft genommen hätte. Aber Marco Hiller ist aufmerksam und holt ihn raus. Hiller hat eigentlich die Pille sicher, macht diesen Fehler. Marco Terrazino muss schnell gehen. Terrazino, und Hiller bügelt seinen Fehler wieder selbst aus. Sensationelle Szene. Dieser misslungene Abwurf und das. Wahnsinn. 90. Minute. Kevin Broll mit vorne. Hat Dynamo noch den einen? Dynamo hat noch den einen. Baris Artig. Artistisch. Seitfallzieher, Fallrückzieher, irgendwie sowas. Und dann schlägt er ein. Der Lucky Punch für Dynamo Dresden, den sie sich am Ende erarbeiteten. Lange Zeit wenig zu sehen, dann eine klasse Druckphase. Und weil München 60 eben nur einen Treffer erzielte, war das nicht genug für einen Dreier. Das Derby im Südwesten Deutschlands zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern. Immer mit viel Spannung, mit viel Hektik verbunden. Die Roten Teufel wollten hier den Auswärtssieg gerne mitnehmen. Das ist Florian Pick, der sich den Ball erarbeitet. Starke mit dem ersten Schuss. Bekommt da nicht genügend Druck drauf. Königsmann passt auf und ist im bedrohten Eck. Jetzt Waldhof
Mannheim über Arianit Ferrati. Arianit Ferrati. 20. Minute, 1:0 für den SV Waldhof. Bis dahin Kaiserslautern klar besser, aber sie lagen hinten. Christiansen aber mit diesem Fehler. Hercher bringt ihn in die Mitte, da ist Timmy Thiele und Ausgleich, 27. Das 1:1 bedeutete gleichzeitig den Gang in die Katakomben. Mit diesem Resultat, Thiele hatte das verdiente 1:1 erzielen können. Doch jetzt wurde es besser bei Waldhof Mannheim im zweiten Durchgang. Wollten sich eigentlich keine Blöße geben, ja auch noch ungeschlagen in der Liga. Christiansen, Ferrati, Christiansen und super Parade von Grill. Mit der rechten Hand kommt er noch ran und fischt ihn raus. Jetzt Grill, er will spielerisch lösen, aber macht es katastrophal. Munir Busiane. Oh Mann. Gerade noch diese sensationelle Parade gehabt, dann kommt sowas. Das darf nicht wahr sein, werden sich die Kaiserslautern-Fans denken. 2:1 also für Mannheim. Schlussphase, Ferrati, Gianluca Korte und vorbei. 87. das 3:1 trifft Kaiserslautern mitten ins Herz. Und Grill, der tragische Held in dieser Partie. Sein Fehler leitete das letztendliche Elend ein. Es wäre deutlich mehr drin gewesen. So verliert Kaiserslautern mit 3:1. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Am Sonntag kommt dann in der Südoststaffel die erste Konferenz, ja. Danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.